Willkommen zur finalen Folge von GTA Advance für den GBA. Das ist die 30. Folge und das wird jetzt auch die letzte sein. Dieses Mal wirklich, das sagte ich zwar in der letzten Folge auch schon, aber da waren es halt noch 5 Missionen insgesamt und ich wusste auch nicht, dass noch so eine ultraschwere Mission wie der Erstschlag kommen würde, die ich ja auch nur mit Ach und Krach geschafft habe. Und jetzt sind es halt nur noch 2 Missionen, auch bis zur 100% Wertung und bis zum Storyende halt logischerweise auch. Und die werden wir jetzt heute machen. Und ich war schon mal so frei und bin hier schon mal zu Aska gefahren. Mike-san! King Courtney ist unser gemeinsamer Feind. Genau, King Courtney hat uns verraten. Wer hätte damit nur rechnen können? Und jetzt müssen wir irgendwie besprechen, wie wir ihn erledigen sollen. Ich bin mal gespannt, ob wir ihn wirklich killen. Ich kann mir das irgendwie noch nicht so richtig vorstellen, aber wir gucken mal. Auf zu Aska! Angriff! Das ist super. Nicht immer verteidigen, verteidigen, jetzt werden wir angreifen hier. Let's go. Mike-san, schön dich zu sehen. Seit unserer letzten Begegnung hast du dir einige Feinde gemacht. Gegen einen würde ich dir gern helfen. King Courtney drängt sich immer mehr in mein Gebiet. Du musst ihn ausschalten. Ich kann dir dabei helfen. Ich muss wissen, wo sich King Courtney versteckt und wie viele Männer er hat. Er hält sich auf einem ummauerten Gelände nordwestlich des Highways auf. Ein Frontalangriff wäre Selbstmord, aber es gibt angeblich noch einen anderen Weg hinein. Ich schick dir ein paar Männer. Du tust das nicht, weil du mich liebst, oder? Lieber Mike-san, was im Bett und in der richtigen Welt passiert, sind zwei Paar Stiefel. In beiden Fällen bist du Mittel zum Zweck. Leb wohl, Mike-san. Mein Leben ist kein Honiglecken. Aber ich dachte, unser verbindet etwas. Ich war ein Idiot. Diesmal heißt's wirklich leb wohl. Sayonara, Aska. Ernsthaft? Hattest du echt Gefühle für sie entwickelt? Oder was ist das? Was meinst du jetzt? Hä? Er hat sie doch immer abgewiesen. Mist, die Mafia hat mich eingeholt. Offenbar konnte Aska noch rechtzeitig verschwinden. Ich kümmere mich um die Jungs und dann um King Courtney. Ach, jetzt muss ich mich echt... Okay. Warte kurz. Ja, steig am besten auf der Seite aus. Das ist optimal. Ich nehme die Shotgun. Die funktioniert immer. Das hat ja super geklappt. Also würdet ihr bitte nicht vor mir fliehen? Ihr seid doch gekommen, um mich zu holen. Dann könnt ihr doch nicht abhauen. Aber das ist echt ein Witz gegen die letzte Folge jetzt. Ich glaube, da wird es nicht mehr so schwer werden. So schwer wie die Mission der Erstschlag wird, glaube ich, keine mehr. Das war wirklich... Also, dass sowas nochmal kurz vor Ende kommen würde, damit habe ich nicht gerechnet. Das hat mich voll überrascht. Und das hat mich wirklich zum Verzweifeln gebracht. Also, dieses Zeitlimit. Ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Das ist einfach... Da haben sie nochmal richtig einen rausgehauen. Also, richtig einen rausgehauen. Na, das davor, das war alles okay. Aber diese Mission... Die hat eigentlich dafür gesorgt, dass das jetzt hier das Finale ist, die Folge 30 und nicht die Folge 29, weil das war wirklich krass. Also, hallo, kannst du das mal bitte... Ich will nicht mein Auto kaputt machen. Ja gut, jetzt ist er sowieso fast im Arsch, ne? Hallo? Okay. Wie geht's weiter? Mist, dieser Hinterhalt wirkte viel zu zufällig, als dass Aska nicht davon wusste. Ich lasse ihre Leute besser nicht aus den Augen, falls sie auftauchen. Oh, will sie uns jetzt auch noch hintergehen? Ey, ganz ehrlich, verschwinde einfach aus LS und... aus LC, wollte ich sagen. Und dann ist gut. Einfach aus Liberty City verschwinden, denn hier wird er sowieso keine Freunde mehr finden und er wird sowieso nur von allen Seiten betrogen. Also es ist halt echt... Echt vergebens. Oh, ich habe eh einen Stern. Ja, dann ist es auch egal. Komm. Ciao. Au ab! Nein! Ja, super, einen Molotow-Cocktail abbekommen. So, ist das jetzt schon die finale Mission? Ich habe eigentlich gedacht, dass die ein bisschen länger wäre, aber... Na gut, die letzte Folge war nochmal eine Stunde lang, da wollte ich jetzt nicht noch mehr dranhängen. Dann, im schlimmsten Fall ist diese Folge halt ein bisschen kürzer. Aber ich denke, das könnt ihr mir verzeihen. Es ist halt die letzte und ich weiß ja auch nicht immer, wie lange das alles noch geht. Genauso wie ich auch nicht wusste, dass noch so eine Mission wie der Erstschlag kommen würde. Es ist halt immer so dieses, man weiß es halt nicht. Ich habe sie selbst noch nie gespielt. Ich sorge jetzt nur dafür, dass ich ein gutes Auto mir hier hinparke, damit ich dann... Genau. Geht's hier irgendwo auch noch raus? Nö. Ist eingezäunt. Okay, dann halt nicht. Ich wechsle mal auf eine bessere Waffe.
Man weiß ja nie, was man gleich machen muss. So, ich speichere mal direkt hier. Und dann gehen wir rein. Ich glaube, das ist die letzte Mission. Was ist jetzt los, Leute? Was wird das hier? Asuka schickt uns, dir zu helfen, Mike-san. Wir lassen dir kurz Zeit, um ein... Klingt nach einer Kamikaze-Aktion, aber so bin ich nicht. So allein. Okay. Ach so. Was soll ich jetzt machen? Ist nur ein Timer, ne? Da explodieren jetzt die Bomben. Okay, let's go. Ich habe die perfekte Waffe dafür. Alter, jetzt machen wir sie alle fertig. Ja, ich weiß nicht, killen wir jetzt King Courtney? Ich würde mich echt freuen drüber. Der ist mir in GTA 3 schon so auf die Nerven gegangen. Komm schon, wir machen ihn alle jetzt hier. Ey, was ist das hier für eine Festung? Wie kommt man denn jetzt hier rein? Gibt es hier irgendwo einen Eingang oder so? Ah, hier. Ist er das? Hey Mann! Du tust mir Unrecht! Platz völlig grundlos hier rein! King, ich bin nicht hier, um mir deine Lügen anzuhören. Ich weiß, dass du Leute auf mich angesetzt hast, aber jetzt landest du selber im Leichensack. Hältst du mich für eine Feige, Mann? Egal! Ich baue deinem Stress ab. Deinen Stress ab, für immer. Okay, versuch's doch, Junge. Mach dich alle, Junge. Holy shit. Alter, was ist das jetzt hier für ein... Alter! Alter, hallo! Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Jetzt habe ich ihn, euch. Genau, das ist die Position, die ich haben wollte. Hey! Dreh dich doch nicht weg, Mann. Oh, ich hole mir erstmal die Schutzweste. Ey, gibt so viel Schutzweste. Was ist das hier? Ah, das ist die finale Mission, glaube ich. Deswegen. Tschüss, King Courtney. Hä, wieso lebt der immer noch, der Kerl? Hallo? Muss erst die anderen killen, ne? Hallo? Muss erst die anderen killen, glaube ich. Ich glaube, das ist das Ziel. Ja, erst die und dann ihn. Meine Waffe ist alle... Mann, King, hör doch mal auf jetzt. Oh, ich bin... Ja, mit der Waffe bin ich super schnell. Das ist gut. King. King, hör auf. Alter, der King hört nicht auf. Ey, wie viele Kugeln will der noch schlucken? Ich schick dich jetzt jenseits, Mann. Abwarten, King. Jetzt wird erstmal schweres Geschütz aufgefahren. Was? Geht es weiter? Ey, ich speichere jetzt mal lieber. Holy shit, jetzt geht's ab hier. Mit dem Flamethrower, Junge. Wuhuhu! Aber das hat nicht gerechnet, wa? Holy shit! Der Sensenmann ist da. Lalalala. So. Leid! Du bist ein übler Typ! Halt still, damit ich dich abknallen kann! Schick ruhig mehr deiner Gangster, King. Mir sind die nicht gewachsen. Es geht weiter? Nächste Phase? Mit dem... Sag mal, was ist denn das für eine Kamerafahrt hier gerade? Ich speichere nochmal. Ich habe keinen Bock, die Ebene nochmal zu machen. 6 Sterne jetzt hier. Ja, es ist so geil, der geht gefühlt gar nicht alle, der Flammenwerfer. Das ist so krass. Holy shit. Oh. Kay-kun. Ah. Das war doof. Also brauche ich andere Sachen. Oh, ich kann natürlich auch den hier machen. Ach komm, wisst ihr was, Leute? Ich habe den eh so selten benutzt jetzt. Machen wir hier. Rocket Launcher. Wuhu! Bam, Leute. Pam. Das hat jetzt was gebracht. Das hat auf jeden Fall geholfen. Das hat auf jeden Fall geholfen.
Und jetzt nochmal eine Granate. Oh, das hat jetzt aber ganz schön Schaden gemacht. Scheiße, ich muss auf Distanz gehen. Oh, shit. Oh, shit. Gibt's hier noch irgendwo Leben hier unten irgendwo? Oder eher nicht so? Ah, hier. Schutzweste. Und hier oben ist Leben, oder? Nee. Okay, Leben nicht mehr, aber es ist auch okay. Nice, down. Und den auch noch, bitte. Kill ihn. Oh yeah. Es ist Zeit, Mann. Bald begegnest du deinem Schöpfer. Ich leg dich um. Oh, was für epische. So, jetzt gibt's hier One-on-One gegen eine Minute Zeit, um ihn zu killen. Killen wir jetzt echt Courtney, Alter. Hab ihn. Bleib hier, Mike. Ich bin am Ende und habe keine Kraft mehr. Du hast gewonnen, Mann. Endlich ist es vorbei. Mit dem restlichen Geld kann ich die Stadt verlassen, mit der mich nur bittere Erinnerungen verbinden. Oh, jetzt müssen wir noch zum... Nö, $60,000, das war's, oder was? Haben wir es geschafft? Haben wir das Spiel durchgespielt? Abflug. Ich glaube, Abflug ist die letzte Mission. Ich muss was schnell überlegen. Die Cops rücken immer näher. Sie werden Straßensperren errichten. Über die Highways komme ich also nicht aus der Stadt. Ich kann nur versuchen, zum Flughafen zu kommen und Ciscos Flugzeug zu nehmen. Hätte ich doch bloß einen Panzer, um die ganzen Sperren zu durchbrechen. Soll das ein Hinweis sein? 6 Sterne, Alter, ihr wollt mich doch verarschen. Oh, ein Panzer. Let's go. Drücke den A-Knopf und den B-Knopf gleichzeitig, um die Fahrzeugwaffe zu benutzen. Okay, wir haben jetzt 4 Minuten 50, um zum Flughafen zu kommen. Aber wir haben doch einen Panzer. Was soll uns denn jetzt hier aufhalten? 6 Sterne, Alter. Was ist denn jetzt los? Boom. Ein Panzer in GTA Advance fahren. Ey, damit habe ich auch nicht gerechnet. Also, wenn die Belohnung stimmt, dann werde ich auf jeden Fall einfahren. Aber dass ich in der Mission mal einfahren muss... Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Wie cool. Einfach auf dem GBA einen Panzer fahren in einem GTA-Game. Hätte ich auch nicht möglich gehalten jemals, aber... Ah, okay. Das sollte jetzt aber auch kein Problem sein, oder? Also der sollte ja eigentlich ein bisschen was aushalten. Ich glaube, das ist nur noch so eine Spaß-Mission jetzt. Oder so ein Spaß-Part der Mission, oder? Was soll denn jetzt hier großartig passieren? Bäm. Oh, der räuchert schon schwarz. Was? Der hält ja gar nichts aus. Der geht gleich in Flammen auf. Ich dachte, der hält ein bisschen was aus. Okay, das war wahrscheinlich die Explosion, ne? Scheiße, der brennt gleich. Mann, ich dachte, der hält ein bisschen was aus. Was ist denn das? Aber vielleicht schaffen wir es doch noch irgendwie. Boah, der ist auch verdammt langsam jetzt, weil er fast Schrott ist. Ja. Ne? Was soll man machen? Gut, beim nächsten Mal mache ich es dann einfach besser. Das ist jetzt ja nicht so das Problem, wenn ich das jetzt nicht schaffe. Ey, noch langsamer geht's nicht, ne? Ja, Leute, lehnt euch zurück. Wir fahren jetzt hier ganz entspannt mit gefühlt 3 FPS, auch wenn das gar nicht so ist. Aber das Spiel ist halt gerade ein bisschen überlastet. Es sind zu viele Fahrzeuge. Was? Was eine... Er brennt. Holy shit. Gut. Oh, guck mal, wie schnell der sein kann. Muss einfach nur den Leuten ausweichen. Den Autos und so. Ey, wie schnell der einfach sein kann. Ich glaube, die eine Explosion da, wo ich direkt ein Auto angefeuert habe, was direkt vor mir war, das hat dem Panzer den Rest gegeben. Und das ist jetzt auch... Ey! Junge, was? Ey, das hatte ich eben nicht. Dass da noch ein anderer Tank mich versucht anzuballern, das hatte ich vorher nicht. Das ist zu krass. Junge, Tank! Ja. Ich sehe das schon. Alter! Was? Ey, ohne Witz, jetzt klappt gar nichts mehr. Wie habe ich es eben so geschafft, so lange durchzukommen, ohne Probleme? Wollt ihr mich jetzt irgendwie verarschen?
Danke, Tank! Okay, so habe ich gemacht. Ich hatte einfach Glück, dass ich nicht angefeuert wurde. Ey, die Raketen, der hält nichts aus, wenn er Raketen abkriegt. Kugeln sind okay, aber Raketen gehen gar nicht. Ha! Da muss ich kurz ein bisschen ausweichen. Hört auf damit! Ich muss den Tanks wirklich ausweichen, das ist kein Witz. Ja, genau. Der Baum. Erkenne den Fehler! Ein Panzer! Krieg den... Panzer! Ich häng fest, ich kann neu starten. Ein Panzer kriegt einen Baum nicht umgefahren. Wahrscheinlich, Alter. Jawohl, da haben wir es doch. Das ist der Realismus, den ich sehen will hier. We got a tank. Hier kommt immer ein Panzer. Immer. Oder auch nicht. Jetzt wieder nicht. RNG, lässt grüßen. Kannst du mal aufhören, Tank die ganze Zeit sozusagen, so zu betonen? Hör doch mal auf jetzt mit dem scheiß Tank! Die wird es noch 100.000 Mal sagen jetzt, ne? Ich fahre einfach hier rauf, dann mähe ich die einfach alle um. Nö, hör auf damit! Oh, nö! 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 Ich weiß gar nicht, wie ich da ankommen soll. Das Ding fängt jedes Mal an zu brennen. Ich meine, ich muss ja nicht mit dem Panzer fahren, ne? Ich meine, ich kann ja auch aussteigen. Okay. Machen wir es halt so. Mir doch egal. Wieso bin ich eben eigentlich nicht... Habe ich eben nicht weitergemacht? Ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, ich muss mit dem Panzer weitermachen. Stimmt doch gar nicht. Guck mal. Oh, warte mal. Das darf ich mir nicht nehmen. Ach, ist doch voll easy. Guck mal, wenn man so flüchtet, ist doch alles okay. Die kommen hier ja nicht mal. So, eh viel cooler zu Fuß. Juhu! Ey, das ist geil jetzt gerade. Die Welt geht unter und wir laufen jetzt zu Fuß, Alter. Das ist so geil. Ach, Leute. Und anderer Panzer? Okay. Vielleicht klaue ich mir einfach einen neuen. Junge, Alter, was geht hier ab? Na gut. Ist vielleicht nicht die epischste Verfolgungsjagd, aber irgendwie ist es doch ein bisschen lustig, oder? Also ist klar, ist nicht mit dem Panzer jetzt, dass es irgendwie ein bisschen schade ist, aber... So, egal. Guck mal, noch nicht mal Schaden genommen. So, Leute, auch ein bisschen, aber okay. Ja, wir sind da. Jawohl! Jetzt hält mich keiner mehr auf. Liberty City. Dich bin ich los. Ich habe viel gelernt und bin an die übelsten Typen geraten. King Courtney, Vinny und sogar Asuka. Johnny, der Barkeeper, wird mir fehlen und Cisco auch. Vielleicht hätte ich für 8-Ball mehr tun können. Cisco, dieser Drink ist für dich. Vielleicht lasse ich mich in deinem geliebten Kolumbien nieder. Zur Hölle mit den anderen. Was vorbei ist, ist vorbei. Das sehe ich aber auch so. 40.000 Dollar Mission erfüllt. Und ich glaube, Leute, das war's. Ja, das sind die Credits. Jetzt fliegt er da episch weg. Auf nach Kolumbien. Jo. Spiel beenden, Spiel speichern. Speicher erstmal. Gibt's keine Credits oder so? Oder wie jetzt? Spiel beenden. Ah, Credits, jetzt kommen sie. Ja, dann können wir doch schon mal hier sagen, ja, das war's mit diesem Projekt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe das, glaube ich, seit April am Laufen gehabt. Also schon recht lange. Bin froh, dass ich es dieses Jahr noch geschafft habe. Ich hoffe, das war nicht allzu problematisch für euch. Ich habe ja immer gesagt, das ist ein Nebenprojekt und so habe ich es heute auch behandelt. Und ja, ich wollte es aber auf jeden Fall dieses Jahr noch durchziehen. Und einfach auch mal aus dem Weg räumen, wobei das hört sich so negativ immer an. Also ich sag mal so, das Spiel hatte Höhen und Tiefen. In erster Linie bin ich sowieso, also ich sag mal so, GTA 1 und Advance, naja, es ist halt... Es ist nicht unbedingt die Top-Down-Ansicht, die mich stört, sondern es ist einfach dieser Faktor, dass du halt so wenig Übersicht hast. Dass du halt immer, ob du willst oder nicht, immer wieder in Autos reincrashst und du gar keine Chance hast, weil du halt einfach nur 3 Meter weit gucken kannst. Und wenn es dann noch auf Zeit geht und dann auch noch darauf ankommt, dass dein Auto heile bleibt und du crashst halt dann alle 2 Sekunden, das ist schon sehr, sehr frustrierend. Aber, also, wie gesagt, es geht nicht gegen die Top-Down-Ansicht, aber ich sag mal so... Da gefallen mir die anderen Teile besser, weil du da einfach mehr erkennen kannst.
Und Chinatown Wars hat ja auch so eine ähnliche Top-Down-Ansicht, also nicht wirklich von ganz oben, sondern ein bisschen diagonal. Und das hat auf jeden Fall besser funktioniert dort. Also es geht halt auch besser so. Das kann man sagen. Aber alles in allem bin ich froh, dieses Spiel mal gespielt zu haben. Ne? Ich weiß nicht, ob ich es jemals wieder spielen werde, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass ich es zumindest einmal gemacht habe. Einfach, damit ich es auch mal gesehen habe. Die Story war eigentlich recht witzig, muss man sagen. Im Endeffekt wurde man jetzt von allen Leuten hintergangen, außer von Cisco und von dem Barkeeper und von 8-Ball. Das sind so die Leute, ja, die zu einem gehalten haben. Der Rest hat einen einfach straight belogen und betrogen und einfach nur verarscht. Also echt krass. Also ich kann verstehen, warum Mike jetzt raus will aus, oder auch weg ist jetzt aus Liberty City. Also hier, ja, wem soll man da überhaupt noch trauen können? Das läuft ja gar nicht hier. Und, naja, die Story war lustig. Ich habe jetzt nicht mehr jedes Detail der Story im Kopf, weil ich halt, wie gesagt, das sei April Let's Play und so. Aber das, was ich gesehen habe, hat mir Spaß gemacht. Das war immer ganz lustig. Vor allem die Dialoge waren lustig. Auch die mit Asuka vor allem und so. Und mit Yuka. Yuka hieß sie, glaube ich. Oder Yuna? Yuka, ne? Yuka, glaube ich. Cisco war auch witzig. Die waren eigentlich alle witzig, die Dialoge. Was ich schade fand, war, dass die Gespräche mit den Charakteren, also jetzt nicht unbedingt in den Cutscenes, sondern halt, wenn man sie auf der Straße getroffen hat, dass die gefühlt nur eine Sekunde eingeblendet wurden und ich gar keine Chance hatte, das alles zu lesen. Das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Hätte ich gerne alles mit durchgelesen. Aber ihr konntet da ja immer Pause drücken, von daher ist das ja alles in Ordnung. Und ja, die Nebenmissionen waren teilweise wirklich, also gerade die Rennen, das war krasser, als ich es gedacht hätte. Also dieses Demolition Football war okay. Die Rampages waren teilweise ein bisschen knackig, das war aber auch in Ordnung, das dürfen sie auch gerne sein. Die Päckchen waren natürlich easy durch die Koordinaten. Feuerwehrmissionen waren nerviger, als ich gedacht habe. Das war in anderen Teilen leichter, beziehungsweise weniger nervig. Schwer war es ja jetzt auch nicht. Die Bürgerwehrmissionen waren entspannt eigentlich, muss ich sagen. Vor allem, weil du ja auch an jeder Ecke einen Polizeiwagen hattest. Und, naja, wie gesagt, die Rennen, das war eine krasse Herausforderung. Also, sowas Krasses habe ich in der GTA-Serie noch nie gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, das... Ihr habt ja gesehen, wie lang die Folgen da immer waren. Also, das... Das war wirklich heftig. Und... Ja, jetzt zum Schluss noch die Mission, der Erstschlag. Das war auch krass. Das Zeitlimit war wirklich jenseits von Gut und Böse. Also... Wow. Das war eine krasse Reise. 30 Folgen letztendlich. Finde ich ganz schön lang für so ein GBA-Game. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also man muss ja erstmal Respekt aussprechen an Rockstar, dass sie überhaupt diesen Schritt gegangen sind. Das allererste GTA für einen Handheld zu konzipieren. Und das in der GBA-Ära, wo man sowieso schon so krasse Limitierungen noch hatte im Handheld-Bereich. Ich meine, heutzutage hast du Smartphones, heutzutage hast du die PS Vita, auch wenn die natürlich ein Flop war, aber es gibt sie natürlich. PSP, das gab's ja alles noch nicht. Und trotzdem haben sie so ein Spiel entwickelt. Für diese Plattform. Finde ich echt geil, dass sie diesen Schritt einfach gegangen sind. Leider war es, soweit ich gehört habe, ein Flop, weil ich glaube auch, das war vielleicht auch nicht die richtige Zielgruppe. Also ich glaube, die Leute, die damals nur ein GBA hatten, das waren jetzt auch nicht unbedingt die GTA-Spieler. Muss man sagen. Also das muss man vielleicht sagen und... Das war vielleicht ein Grund dafür, dass... Also man holt sich ja kein GBA, um GTA zu spielen. So. Also die meisten wahrscheinlich nicht. Und es war halt ein Game auch ab 18, glaube ich. Und das ist halt auch nicht wirklich die Zielgruppe gewesen. Bei GBA waren die meisten ja schon noch jünger und... Gut, es gibt natürlich Eltern, so wie meine, die mir immer alles erlaubt haben und mir auch alles gekauft haben. Immer, es gibt natürlich auch Eltern, die sagen, ey, das ist ab 18, also darfst du es auch noch nicht spielen, so. Was ich persönlich jetzt als Schwachsinn empfinde, beziehungsweise man muss halt jeder selber wissen, so, ne? Für mich wäre es halt sinnlos, irgendjemandem so ein Spiel zu verbieten, weil aus meiner Sicht sind Games halt nur Games, so. Und solange sich da keine Auffälligkeiten bemerkbar machen, ist alles in Ordnung aus meiner Sicht. So haben meine Eltern das auch immer gehandelt. Deswegen durfte ich auch mit 7 schon Games wie Medal of Honor und so spielen. War kein Problem und ich denke, ich bin trotzdem noch ganz normal. Also natürlich ein bisschen crazy, aber so wäre ich wahrscheinlich auch gewesen, wenn ich es nicht gespielt hätte, also von daher. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt hier Daniel Einzig. Ja, Tony King. Ja, ich weiß gerade nicht, ich glaube, das war eben noch nicht so, ne? Ich weiß gerade nicht, ob das hier sich immer wiederholt oder ob das jetzt irgendwann auch mal ein Ende hat, weil ich will jetzt ungern die Credits abbrechen.
Ja, aber mal gucken, ob ich gleich die 100% habe. Normalerweise müsste ich sie haben. Und ja, krass. Krasse Challenges teilweise in den Nebenmissionen. Hätte ich nicht gedacht, dass es so heftig werden würde. Aber irgendwie hat man es ja durchgestanden, auch wenn ich zwischenzeitlich mal ein bisschen verzweifelt war. Aber ich glaube, das ist jetzt hier... Guck mal, das ist doch jetzt schon vorbei, oder? Ja, das wiederholt sich immer. Drück mal weiter. Ja, das waren die Credits. Und jetzt würde ich sagen... Gehen wir doch mal ins Spiel rein nochmal, denn wir wollen doch nochmal gucken, ob jetzt hier... Also irgendwie haben wir, glaube ich, jetzt 1 Million Dollar bekommen. Kann das sein? Weil ich kann mich nicht erinnern, jemals so viel Geld gehabt zu haben. Jetzt ist nur die Frage, im deutschsprachigen GTA-Wiki stand ja jetzt immer, dass man einen Panzer bekommt nach der Story auf Shoreside Vale. Oder nach der 100%. Die Frage ist, stimmt das oder ist das nicht wahr? Weil ich glaube, das stimmt nämlich nicht, weil im englischsprachigen Wiki steht das nämlich nicht drin. Also deswegen glaube ich, das ist hier eine Falschinfo. Ich glaube, es gibt hier nichts. Nee, hier ist auch nichts. Also ich wüsste auch nicht, wo der sein sollte. Also keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Aber ich werde jetzt hier auch nicht mehr alles absuchen. Ich weiß jetzt auch nicht, wo der Startpunkt war. Ich glaube, das war irgendwo oben, ne? Ich könnte da ja nochmal kurz hin. So, es würde ja nicht wehtun. Ich gehe jetzt erstmal nochmal speichern. Erstmal nochmal alle Objekte eincachen. Schadet ja nicht. So. Nochmal speichern. Und jetzt will ich noch einmal gucken, ob die 100% auch wirklich erreicht sind, weil das ist ja das Ziel des Projektes gewesen. Deswegen wäre es blöd, wenn ich es jetzt nicht erreicht hätte. Aber es muss eigentlich so sein. So, wir gucken einmal. Und sehen, dass es zu 100% abgeschlossen ist. Da seht ihr es. 100%. 41 von 41 Missionen. Ja, wir können ja eben mal durch die Statistik ein bisschen gehen. Die 21 Specials von 21. 100 Päckchen von 100. 35 Tage habe ich hier verbracht. 919 Leute erledigt. 594 von And erledigt. Autos explodiert 84, viermal verhaftet wurde ich. Wobei ich habe ja auch oft Safe States geladen. Das ist ja natürlich auch ein bisschen, hat die Statistik ein wenig verfälscht. Viermal war ich im Krankenhaus, 792 Gauner erledigt. Gauner. Gangster erledigt. Achso, Gauner und Gangster? Da differenziert das Spiel? 60 Gangster, 792 Gauner. Okay, Gauner sind wahrscheinlich die normalen Gang-Gegner, die man im freien Spiel gekillt hat oder in den Missionen. Und Gangster waren die, die man bei der Bürgerwehr erledigt hat. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Meilen 113. Okay, ist gegangen, gefahren 650 Meilen. Autos geschrottet 1. Achso, in der Schrottpresse. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, durchs normale Fahren. Ich glaube, das waren ein paar mehr, aber okay. So, Taxifahrgäste 100. Oh, stimmt, ich musste ja auch 100 Taxifahrten in dem Spiel machen. Das habe ich schon wieder verdrängt. 42.956 Dollar durch Taxifahrten verdient. Sanitäter Level 12, Patienten gerettet 78, Portland Bürgerwehr 20, Staunton Island Bürgerwehr 20. Man hätte auch Staunton schreiben können, finde ich, statt SE. Aber gut. Shoreside Vale auch 20 Mal die Gangster erledigt bei der Bürgerwehr. Portland Feuer 20, Staunton Feuer 20, Shoreside Feuer 20, Portland Rennen 6 von 6, Staunton Rennen 6 von 6. Und das war die absolute Hölle, ich sag's euch. Die ganzen Rennen, Shoreside Rennen, 6 von 6. Also einige Zeitlimits waren so krass. Und Demolition Football einmal gemacht. Und somit ist das Spiel dann in der Summe zu 100% beendet. Ja, ich will nochmal gucken. Ist jetzt hier irgendwo... ist jetzt hier irgendwo ein Panzer? Zufälligerweise. Ich glaube aber, es gibt keine Belohnung. Ich gehe noch eben mal hier oben gucken. Ich glaube aber nicht. Also das war ja irgendwo hier so, ne? Weil nee, das war... Ich weiß ganz genau, wo das ist. Wir können da einmal ganz genau hin. Was ich cool fand, war die Belohnung mit dem Formel-1-Wagen, muss ich sagen, bei den Rennen. Das ist eine coole Belohnung. Auch wenn es natürlich nicht so viel bringt, weil der halt einfach nicht so wirklich geeignet ist hier. Der geht so schnell kaputt. Der ist, glaube ich, hier. Nee, der ist aber... Hier habe ich gestartet, ne? Ja, hier ist ja die Festung. Hier stand der Panzer, aber der ist jetzt hier nicht mehr. Ist der vielleicht hier drin? Nö. Ist er jetzt wirklich tot, King Courtney, oder wurde jetzt... Ich glaube, er ist schon tot, oder? Ich bin mir nicht sicher. Hallo?
wir gerne ein Leben haben. Denn das geht auch in dieser Version. So, ich würde auch einmal nur so einen Formel-1-Wagen, kurz. Ach ne, hier nicht. Hier habe ich auch schreckliche Erinnerungen an diese Ecke hier. Da muss ich so oft langfahren. Ja gut, Leute. Fahren wir nochmal ein bisschen mit dem Formel-1-Auto. Mal gucken, wie lange ich brauche, um es zu Schrott zu fahren. Ey, das Auto ist so unfassbar schnell, aber es bringt halt einfach nichts. Also damit müsste man schon auf dem Airport rumcruisen oder so. Dann würde es vielleicht was bringen, aber so ist halt... Ja, es ist halt ein kleines Spielzeug. Ist ganz nett, aber es bringt halt nichts. Oh, wow, tolles Ende. Ja, super. Ja gut, Mike ist somit tot. Das ist absolut Kanon, was hier gerade passiert. Und ich würde sagen, das war's mit diesem Projekt für... Nicht für heute, sondern für immer. Das Projekt ist vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Projekt hat euch gefallen. Schreibt gerne eure Meinung zum Projekt rein. Hat euch GTA für den GBA gefallen oder nicht? Ich fand's in der Summe ganz in Ordnung für die Mittel, die man damals hatte. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns doch dann bei den zukünftigen Projekten wieder. Entweder bei den GTA-Projekten, wo auch noch einige kommen werden natürlich. Oder vielleicht bei einem ganz anderen Spiel. Vielleicht gebt ihr auch mal einem anderen Spiel eine Chance. Das ist ja auch immer eine Möglichkeit. Auf jeden Fall vielen Dank für den Support und ich würde sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Videos wieder. Bis dann, macht's gut.